ich bin der Thomas, komme aus München. Hallo, ich bin die Celeste, ich komme aus Dänemark. Ich bin der David und ich komme aus München. Mein Name ist Johanna und ich komme aus Eckernförde. Ich heiße Aurel und ich komme aus Hamburg-Altona. Mein Name ist Lena, ich komme auch aus Hamburg. Das Konzept, dass man eben dieses Schiff im Rhythmus widerspiegelt, die verschiedenen Geräusche und Sounds quasi in einen Beat involviert, ist etwas, was man nicht sehr oft sieht. Und die Idee ist cool. Ich finde es echt gut. Es hat super viel Spaß gemacht. Vor allem finde ich, das ist eine super schöne Art und Weise, das ganze Schiff zu zeigen. Das war ja, glaube ich, ein besonderes Projekt, dass man plötzlich irgendwelche Musiker, Performer auf Dingen rhythmisch trommeln sollen. Das hat, finde ich, recht gut geklappt. So. Für mich bedeutet Musik auch ganz klar Leidenschaft und Emotionen, die ich damit verbinde. Ich war total aufgeregt und mich dann, als es dann in trockene Tücher kam, total gefreut. Also so eine Chance kriegt man ja nicht alle Tage. Ein mega Abenteuer. Du weißt, okay, du fährst irgendwo auf dem Schiff in die Sonne und der Trommelfilm. Also das auch inhaltlich fand ich es halt super spannend. So, wie wird das umgesetzt? Und natürlich auch auf so einem Schiff. Großartig. Ja, für mich war es auch eigentlich mein erster Dreh. Also ich habe schon so Shows und so gespielt, aber vor der Kamera stand ich das erste Mal und ich bin da ja erst dann so eingetaucht. Also gesehen, aha, okay, das sind die Kameraleute, das sind die Darsteller, okay, Regisseure, und das war schon aufregend für mich, das war cool. Nee, einmal trommeln. Ja, den Beat nochmal. Wir können doch den Tisch hier hochnehmen, dann könnt ihr da drauf dingsen, dann sitze ich nicht so im Weg. Oder ihr könnt. Der war's. Super! Ich saß jetzt die ganze Zeit und oh, der schlägt mich nochmal. Warte mal. Ich bin ganz rot.